Hallo ihr Lieben, heute stelle ich mich mal der von euch am meisten gestelltesten Frage. Knichel. Die Frage lautet, wann kommt eigentlich die neue Doktessa-Folge? Ja, das ist quasi das Magst du Bratwurst meines Kanals. Es freut mich unglaublich, wirklich. Es freut mich so sehr, dass euch die Serie so gefällt, dass ihr immer wieder danach fragt. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich muss die zweite Staffel muss ich allerdings erstmal schreiben. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann ich gar nicht drehen. Und ich möchte, dass sie nicht weniger Qualität hat wie die erste Staffel. Wie gesagt, ich freue mich so drüber, dass ihr das mögt. Leider ist es auch so, dass wenn ich das in so unregelmäßigen Abständen hochlade, man sieht es an den Klicks, die erste Folge hat fast 100.000 Klicks, die letzte nicht mal 10.000, glaube ich. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Algorithmus zerschießt mir das ein bisschen, wenn ich so selten was hochlade. Allerdings ist das nicht möglich, weil ich Schauspieler bin und gerade sehr viele, Gott sei Dank, Gott sei Dank, leider, viele Engagements habe und ich zum Beispiel auch mit dem Bibi Blocksberg Musical auf Tour bin und es gibt auch noch eine Überraschung für Ende des Jahres, da spiele ich auch wieder in einem Musical mit, aber es geht jetzt erstmal um den Doktessa. Nur ich habe tatsächlich deswegen wenig Zeit, die zweite Staffel zu schreiben, aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen und ich möchte euch nur informieren, dass ich auch diverse Kurzfilme weitermachen möchte, die sich um den Doktessa drehen. Die Kurzfilme, das ist jetzt offiziell, Spoiler, wer die Serie der Doktessa noch nicht gesehen hat, bitte erst die Serie gucken und dann dieses Video. Also um diese ganzen Spekulationen vorzubeugen, wenn ich Kurzfilme drehe vom Doktessa, dann ist das auch der Doktessa und nicht der Proktor in dem Doktessa, okay? Das sage ich jetzt mal, erkläre ich ganz offiziell zu Kanon. Das spielt dann halt zur Zeit, als der Proktor noch nicht in dem Doktessa war. Und das war eigentlich schon die Hauptinfo, die ich geben möchte, weil ich leider noch keinen konkreten Termin oder sowas bekannt geben kann, will ich euch zumindest mit so einem Video hier auf dem Laufenden halten. Ja, es ist in Planung, es wird weitergehen und es haben auch schon viele gesagt, dass sie Bock haben, unter anderem auch eine sehr, sehr bekannte Person, zumindest die Stimme, die ist noch bekannter als die Person als Schauspieler, obwohl er auch ein sehr guter Schauspieler ist, auf Instagram. Könnt ihr mal gucken, so in meinen letzten Bildern, da habe ich ein Foto mit ihm gemacht und da habe ich das auch drunter geschrieben, dass man munkelt, dass er beim Doktessa Lust hat mitzuspielen. Und gerade auf ihn freue ich mich besonders und deswegen muss es unbedingt eine zweite Staffel geben. Und dann nutze ich nochmal dieses Video, um euch zu erzählen, dass es nicht Ratchet, wie der Name Ratchet heißt, also diese ganzen rot bekleideten Ratchets, die in dem Muggel arbeiten, sondern Ratchet wie rote Scheiße heißt es tatsächlich. Das ist eine Anlehnung an die Red Shirts aus Star Trek, ne? Also wenn ihr wollt, kann ich ja nochmal so ein Faktenvideo machen über Doktessa, wo für mich eindeutige Fakten, aber für euch natürlich nicht so Insider und so erklärt werden. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Doktessa-Faktenvideo sehen möchtet. Ja, ich hoffe, diese kleine Stellungnahme hier zeigt euch, dass es mir nicht egal ist und ich freue mich natürlich, wenn ihr auf diesem Kanal trotzdem bleibt, auch wenn ich nicht Doktessa-Sachen hochlade und klickt am besten diese Glocke, dann verpasst ihr auch nicht, wenn ich neue Doktessa-Folgen hochlade, weil der Algorithmus so momentan sehr zerschossen wird, wenn einer irgendwie, glaube ich, 1000 Abos hat oder so, wird nicht mehr alles angezeigt in der Abo-Box. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber irgendwie sowas ist das. Verzeiht mir, dass ich momentan keine Zeit habe für so viele YouTube-Videos, aber wie gesagt, wenn ihr wirklich immer erfahren wollt, was ich mache und so, dann folgt mir einfach auf Instagram, das ist eine kostenlose App, könnt ihr ständig verfolgen. In der Stories zeige ich ständig, wo ich bin, was ich gerade mache, auf Tour, auf Bibi Blocksberg Tour oder bei anderen YouTubern, bei anderen Schauspielern, wenn ich gerade irgendwo drehe oder so, zeige ich alles auf Instagram. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auch auf eure ganzen Kommentare, ich lese wirklich alles. Ich lese auch alles, was ihr auf Instagram